Willkommen zur nächsten Folge von Uncharted 4, A Thief's End. Wie gesagt, werden wir uns heute mit diesem Buch hier als erstes beschäftigen. Und damit beginnen wir jetzt auch mal. Evelyn hat einem Sammler eine Erstausgabe von Schauplatz der englischen Seeräuber abgekauft, mitsamt einem Stapel Dokumente aus dem 18. Jahrhundert. Unter ihnen habe ich einen sehr faszinierenden Brief von Joseph Burns gefunden, der nicht nur zugibt, ein Mitglied der Besatzung von Henry Averys Schiff zu sein, sondern möglicherweise auch noch auf einen von Averys riesigen Schätzen hinweist. Auf was sonst sollten sich die Reichtümer des Paradieses beziehen? Wenn er diesen Brief aus dem Gefängnis geschickt hat, hatte er den Schatz eindeutig nicht bei sich. Also, wo ist er? Wir müssen seine Spuren bis zur Quelle zurückverfolgen. Henrys Angriff auf die Gangi Savai, Bildunterschrift Joseph Burns. Kartenunterschrift, letzte bekannte Sichtung. Notiz über dem Brief, was sind das für Markierungen? Wow. Henry Avery, der Gunsway-Raub? Halt, hast du etwa nach Averys Schatz gesucht? Evelyns Exemplar von Schauplatz der englischen Seeräuber enthält Abschnitte, die ich in späteren Ausgaben nicht gesehen habe. Wenn ich seine Route nachverfolgen kann, kann ich vielleicht herausfinden, wo Averys Schatz sein könnte. Henry Avery lebte von 1659 bis 1699, bekannt als Benjamin Bridgman, Long Ben, Piratenkönig, der Erzpirat. Siegel, okay, da wird anscheinend das Siegel angezeigt, hat das Mogul-Schatzschiff Gangi Savai überfallen und ist mit einem millionenschweren Schatz verschwunden. Hat sich vielleicht mit anderen Piraten in Madagaskar zusammengeschlossen, um die Schiffe anzugreifen, muss Thomas Tu im Kampf getötet, Richard Wand, William Mays und vielleicht noch andere überprüfen. Schauplatz der englischen Seeräuber ist bekannt dafür, voller Ausschmückungen und Lügenmärchen zu sein. Aber auf diesen Seiten ist mehr Wahrheit zu finden, als die Leute ahnen. Wo ist er? Die Karte. Keine Ahnung. Das Schiff, auf dem Burns war, wurde durch einen Sturm vom Kurs abgebracht und sie wurden von den Spaniern in Panama gefangen genommen. Pech. Avery war gut darin, seine Spuren zu verwischen. Ich habe das Gefühl, ich bin hier auf dem Holzweg. Die beste und einzige Hoffnung, Averys Schatz zu finden, ist ganz klar unser Freund Burns. Zeit, sich über Panama zu informieren. Kartenanmerkungen im Uhrzeigersinn von oben rechts. Meeresstraße Bab al-Mandab, Gangi Savai Raub, Insel Reunion, wurde der Schatz hier geteilt. Treffen mit Adam Baldridge, Insel Eskengen, weiterer Proviant, Nassau unter dem Schutz von Gouverneur Nicholas Trott untergetaucht. Schottland 1699, letzte bekannte Sichtung von Avery. Ja, das ist Dad. Ich habe noch weiter recherchiert. Burns erwähnt im Brief den höchsten Turm und in Panama, es gibt nur ein halb intaktes spanisches Gefängnis mit einem Turm. Vermutlich unser bester Anhaltspunkt. Erstes Problem, die Regierung von Panama hat ein neues Gefängnis neben das alte gebaut. Hier werden die schlimmsten Verbrecher überhaupt verwahrt. Zweites Problem, Panama wird von einem Diktator regiert, der vermutlich kein Verständnis für unsere Ziele hat. Hatte eine lange Diskussion mit Evelyn über die Schwierigkeiten, vor die uns der Standort des Gefängnisses stellt. Sie sagte, sie werde sich einen Plan überlegen, aber ich habe das Gefühl, dass sie die damit verbundenen Gefahren nicht bedenkt. Ganz zu schweigen von ihrer Gesundheit, ganz zu schweigen von meiner Gesundheit. Sollen wir über das Meer einreisen? Pro, direktester Weg. Keine, kaum Schmiergelder nötig, macht unser Leben etwas aufregender, führt uns vielleicht zum Piratenschatz. Contra, führt uns vielleicht nicht zum Piratenschatz, ziemlich, ziemlich illegal, hohes Todesrisiko, schwüles Wetter. Zeichnung auf der Karte oben, neues Gefängnis, altes Gefängnis. Zeichnung auf der Karte unten, Panama.
Jetzt erleben wir hier nochmal die ganze Das Geschichte sind in alles Wörtern. Wagner. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drake. Die Burns-Avery-Recherche wird erstmal zurückgestellt. Noch zu viel mit Sir Francis zu tun. Nur noch ein paar Wochen, bis ich meine Ergebnisse präsentiere. Sie werden mich vermutlich auslachen. Schon wieder. So sei es. Handschriftproben. Laufweite ist ähnlich, aber nicht eindeutig. Brief an Walsingham weist markantes kleines F ohne Querstrich auf. Das ist in der F-James-Probe sichtbar. In beiden Proben findet sich auch ein markantes H, das die normale Basis und Unterlänge weit unterschreitet. Die Neigung der Schrift ist die gleiche. Im Großen und Ganzen sind die Laufweite, die Dicke, die Neigung und die Buchstaben in beiden Briefen identisch. Die Analyse der Tinte zeigt Ähnlichkeiten bezüglich des Alters, des Verblassens und der Beschaffenheit auf. Basierend auf der Analyse schlussfolgere ich, dass F. James ein Pseudonym von Drake war. Da die F. James Briefprobe auf den 15.12.1597 datiert ist, belegt dies vermutlich meine Theorie über seinen vorgetäuschten Tod. Ich glaube, dass diese Nummern von Bedeutung sind und dass Margaret das wusste. Ich muss das noch weiter mit Evelyn diskutieren. Skizze eines Rings. Oh, und das war's auch mit dem, was wir hier lesen können. Können wir hier auch wieder raus? Kreis hat nämlich nicht funktioniert. Ah, wir müssen es erst anpacken. Was ist das? Was zur Hölle? Oh, Scheiße. Hey, da bist du ja. Hey. Wir haben dich gesucht. Was machst du hier drin? Ich hab euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen. Wir können los. Cool. Ich werde dann gleich nachkommen. Wieso? Ich muss nur, Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sully. Mit einem Haufen spanisch aussehender Schätze. Und einem Gewehr. Ja. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir es ihr einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nate? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das alles begonnen habt. Das ist was anderes, und das weißt du. Okay, hör zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren, richtig? Alt genug. Wie alt bist du? Haha, witzig. Mom? Okay. Tja, mal sehen. Für mich fing's an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also dieser Schwindler sagt,
Wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sarg von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts zu tun. Okay, Leute, Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, das, eigentlich das schon, stimmt. Ja. Bullshit. Deine Mordwahl. Quatsch. Besser. Okay, erzählt weiter. Wisst ihr was? Sonne scheint, das Boot ist bereit, der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War's eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagebuch und eine Karte von Eldorado. Der Stadt aus Gold? Ja, das ist die Legende. Es war nur eine Statue und sie war verflucht. Krass, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Aber das kommt erst viel später. Also, die Karte führte uns mitten in den Dschungel des Amazonas. Thank you.
Und das war Uncharted 4 A Thief's End. Bis denne. Ciao.